Wie ihr sicher wisst, wurden bereits einige Spiele für Xbox Series X optimiert und verfügen dadurch unter anderem über erhöhte Bildraten, zusätzliches Raytracing oder auch enorm verbesserte Ladezeiten. In diesem Video wollen wir euch allerdings ein paar Spiele vorstellen, die zwar keine eigenen Optimierungen erhielten, aber dennoch von den Vorteilen von Xbox Series X und Xbox Series S profitieren. Denn viele der über 1000 Spiele, die ihr dank der Abwärtskompatibilität auch auf den beiden Next-Gen-Konsolen von Xbox spielen könnt, sehen nun noch besser aus und profitieren außerdem von erheblich reduzierten Ladezeiten, was an dem massiven Leistungssprung unserer maßgeschneiderten NVMe SSD liegt. Warum das so ist und welche Spiele uns beim Ausprobieren besonders aufgefallen sind, zeigen wir euch in diesem Video. Und das Beste, alle Spiele, die wir euch vorstellen, sind im Xbox Game Pass Ultimate enthalten. So könnt ihr als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate im Anschluss an das Video einfach selbst ausprobieren, wie viel besser die Spiele dank der neuen Hardware laufen und aussehen. Habt ihr denn auch schon ein paar ältere Spiele auf eurer Next-Gen-Konsole getestet? Welche davon könnt ihr denn unserer Community empfehlen? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Ja, das bislang jüngste Abenteuer des Dunklen Ritters in einem reinen Action-Adventure ist schon ein paar Jahre her. Doch eine Rückkehr nach Gotham City lohnt sich dank Xbox Series X und S auf jeden Fall. Gerade weil ein Großteil des Spiels eher düster ist, kommen hier die Lichteffekte dank Auto-HDR richtig schön zur Geltung. Da das Wetter in Gotham City sich der allgegenwärtigen Stimmung im Spiel anpasst, regnet es oft und reichlich. Durch Auto-HDR wirkt nicht nur der Regen natürlicher, ihr seht sehr oft auch viele nasse Oberflächen, in denen sich Licht spiegelt. Aufgrund der schillernden Reflexionen verdichtet sich die Stimmung in Batman Arkham Knight noch weiter und rundet das ohnehin schon gelungene Abenteuer weiter ab. Packt die Sonnenbrillen aus, Mirror's Edge Catalyst strotzt geradezu von weißen Flächen mit knalligen Farbakzenten und ja, das mit den Sonnenbrillen war ein Scherz, denn Auto-HDR macht auch hier einen fantastischen Job und sorgt dafür, dass das Gesamtbild fein abgestuft bleibt und ihr die Spannweite zwischen Dunkel und Hell in Mirror's Edge Catalyst genießen könnt, ohne geblendet zu werden oder Bereiche schlecht zu erkennen. Abgerundet wird das Gesamtbild durch den oft strahlenden blauen Himmel. Wenn ihr beim Spielen von Mirror's Edge Catalyst noch nicht vorher ein immenses Gefühl von Freiheit verspürt habt, dann spätestens jetzt auf Xbox Series X und S. Für viele, uns eingeschlossen, ist Fable 2 eines der schönsten Spiele der Xbox 360-Generation. Natürlich waren wir hier entsprechend neugierig, wie gut das Spiel gealtert ist und was in diesem Fall die automatischen Verbesserungen durch die Xbox Series X ausmachen. Und wir wurden nicht enttäuscht. Auch heute hat Fable 2 kaum etwas an seinem Charme verloren. Ganz im Gegenteil. Dank der verbesserten Kontraste und Farben, die nun dank Auto-HDR sichtbar sind, erscheint die Welt von Fable 2 noch märchenhafter und bezaubernder. Jetzt wäre also ein guter Zeitpunkt, um die Welt von Albion erneut zu erkunden. Und dank der Ankündigung des neuen Fables schwingt dabei jede Sekunde etwas Vorfreude mit. Wie gut Gears 5, also der jüngste Ableger der Gears-Hauptreihe auf Series X und S aussehen, zeigen wir euch demnächst in unserem Video zu den Top-Spielen mit X- und S-Optimierungen. Heute werfen wir einen Blick auf die Anfänge der Reihe. Auch die Gears of War Ultimate Edition erstrahlt dank der automatischen Verbesserungen durch unsere Next-Gen-Konsolen in neuem Glanz und stellt eindrucksvoll zur Schau, warum die Xbox-Traditionsserie seit der ersten Stunde so beliebt ist. Ja, so richtig bunt oder farbenfroh ist der erste Teil von Gears of War nicht und genau hier zeigt Auto-HDR seine Stärken. Alle Töne werden fein abgestimmt und das Spiel aus Licht und Schatten unterstreicht durchweg die ohnehin schon packende Atmosphäre. Da macht der Kampf gegen die Locos gleich nochmal so viel Spaß. Sand, wohin das Auge reicht, verwehte Dünen, abgebrochene Klippen und jede Menge Abstufungen von Sepia-Tönen. Ja, das mussten wir einfach ausprobieren und waren angenehm überrascht, wie stark die optische Darstellung von ReCore von der Technik von der Series X und S profitiert. Das Action-Abenteuer rund um die junge Jewel setzt von sich aus schon stark auf Kontraste. Dunkle und verworrene Höhlen, in denen leuchtende Kristalle die einzige Lichtquelle darstellen, stehen hier im krassen Gegensatz zu der Außenwelt, die zum Großteil aus gleißend heißem Sand besteht. Das sind natürlich tolle Voraussetzungen, um das Auto-HDR-Feature der neuen Xbox-Konsolen zu testen. Und auch hier werdet ihr staunen, wie viel das ausmachen kann und wie selbst Szenerien, die ihr eigentlich schon kanntet, plötzlich wieder an Frische gewinnen und zum Erkunden einladen.
Solltet ihr also ReCore noch gar nicht kennen oder schon eine Weile nicht mehr gespielt haben, werft auf jeden Fall mal einen Blick rein. Mit dem Zuwachs von EA Play im Xbox Game Pass Ultimate steht euch auch Titanfall 2 zur Verfügung. Habt ihr die mitreißende Geschichte rund um den unfreiwilligen Piloten Jack Cooper und seinen treuen Begleiter Beatty noch nicht erlebt, ist jetzt der ideale Zeitpunkt dafür. Die rasante Action und die detailreiche Spielwelt sehen einfach fantastisch auf den neuen Konsolen aus. Und wieder einmal setzt Auto HDR der Sahnehaube die Kirsche auf und sorgt durch den erweiterten Dynamikumfang von Kontrast und Farben für Bilder, die euch den Atem stocken lassen. Dabei setzen Lichter und damit verbundene Linsenspiegelungen ganz besondere Akzente. Selbst wenn ihr Titanfall bereits gespielt habt, solltet ihr einen Blick riskieren und euch selbst ein Bild davon machen, wie viel schöner die verschiedenen Settings nun aussehen. Und sollte euch die Welt bekannt vorkommen, ist das kein Zufall. Wie manche von euch sicher wissen, basiert der beliebte Online-Shooter Apex Legends auf der Titanfall-Reihe. Dass nicht nur Auto-HDR ein wichtiges Feature ist, um Spiele der vergangenen Generation aufzuwerten, zeigt Monster Hunter World. Aktiviert ihr hier in den Grafikeinstellungen den Modus mit Priorität auf Bildwiederholungsfrequenz, erreicht ihr fast durchgehend eine Framerate von 60 Bildern pro Sekunde. Ein Unterschied, der euch direkt positiv auffallen wird. Zusammen mit den verbesserten Kontrasten und dem erweiterten Farbspektrum gewinnt die ohnehin schon lebendige Welt von Monster Hunter World weiter an Immersion und bietet euch noch ein stärkeres Gefühl davon, euch zu jeder Zeit mitten in der Action zu befinden. Selbst gemütliche Streifzüge werden so schnell zur Fotosafari. Bei diesen Bildern ist es nur eine Frage von Sekunden, bis ihr das allseits bekannte Jägermantra wieder verspürt: Nur noch ein Monster. Auch der Hexer Geralt von Riva kennt das Gefühl, ein Monster nach dem anderen zu erledigen. Dass The Witcher 3 eines der besten Spiele aller Zeiten ist, müssen wir vermutlich nicht extra betonen. Und warum das so ist, werdet ihr spätestens feststellen, wenn ihr euren ersten Ausritt mit Plötze auf Xbox Series X oder S erlebt. Auch hier macht sich die zusätzliche Power in einer unheimlich flüssigen Bildwiederholungsrate bemerkbar. Doch auch die internen SSD-Speicher der neuen Konsolen tragen ihren Teil zum Next-Gen-Feeling bei. Schnellreisen sind nun dank der verkürzten Ladezeiten fast unterbrechungsfrei. Dass eine von Weitsicht und realitätsnaher Fauna geprägte Spielwelt wie die von The Witcher 3 enorm von Auto-HDR profitiert, sollte mittlerweile klar sein. Und dennoch waren wir einmal mehr positiv überrascht, wie groß der Zugewinn an Stimmung sein kann. Versucht mal, euren Freundinnen davon zu erzählen, ohne die Worte atemberaubend, wunderschön oder malerisch zu verwenden. Ihr werdet feststellen, das ist gar nicht so leicht. Das waren nur 8 der vielen Spiele, die selbst ohne dedizierte Optimierungen auf Xbox Series X und S noch schöner sind. Seid ihr Mitglied im Xbox Game Pass Ultimate, könnt ihr sogar alle direkt selbst ausprobieren. Erzählt uns gerne in den Kommentaren, ob ihr unsere Meinung teilt und natürlich auch, welche Spiele aus dem Game Pass euch besonders positiv aufgefallen sind. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und freuen uns, wenn ihr einen Like da lasst. Für mehr Videos rund um Xbox folgt unserem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, und zwar online.